Es gibt zwei klare Wahlsieger, CDU und Grüne. Und deswegen finde ich es auch normal, dass dort jetzt eben versucht wird, tatsächlich auch Inhalte zu finden. Und Henrik Wüst hat es ja gerade in dem Interview gesagt, gerade für uns als Industrieland in Nordrhein-Westfalen ist die Frage, wie wir Industrieland bleiben, Arbeitsplätze erhalten und CO2-neutral werden, das große Zukunftsthema dieses Jahrzehnts. Insofern wird es da auch gute Gesprächsthemen geben. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Denkzettel für die Ampel. Für mein Gefühl, Herr Klingbeil wird mir da gleich widersprechen, ist es vor allen Dingen auch eine Ansage zu Olaf Scholz, der den Wahlkampf ja geführt hat mit dem Slogan Respekt und der aber in seinem Auftreten, finde ich, sehr, sehr oft eine Arroganz an den Tag legt, also die Mädels und Jungs, die mir nicht reinreden sollen und die Wissenschaftler, die unseriös sind und so weiter. Eine Arroganz einerseits und Intransparenz andererseits. Und ich glaube, was er im Ukraine-Krieg versucht hat, nämlich sowohl die Leute mitzunehmen, die sagen, wir dürfen uns da auf keinen Fall reinziehen lassen, als auch die, die sagen, wir müssen der Ukraine helfen, die Ukraine kämpft unseren Kampf. Er will diese beiden Leute mitnehmen. Und das ist natürlich total riskant. Am Ende verliert man womöglich beide, weil man sich nicht klar entschieden hat. Klar entschieden und klar positioniert haben sich die Grünen. In der Ukraine-Frage hat sich auch die CDU sehr klar positioniert. Und also was ich so ermutigend fand, auch in NRW beim Rumfahren so, ist, dass diese Methode Habeck, nenne ich das jetzt mal, also ich mache meine Zweifel öffentlich, ich mache die schlechten Nachrichten öffentlich, dass die Leute diese Ansprache für Erwachsene zu schätzen wissen. Das fand ich toll. Und was ich auch toll fand in NRW war, auf der Straße hat man den Eindruck, die Ränder dominieren alles. Also wenn ich die Erlebnisse auf der Straße bewerten sollte, dann würde ich sagen, die AfD kommt auf 40% und die anderen 40 sind die Linken und dann gibt es noch 20 für die anderen. Weil die die lautesten sind. Weil die die lautesten sind. Mhm. Und faktisch ist am Ende das Gegenteil passiert. Die Ränder gehen zurück. Also die AfD hat es knapp geschafft, die Linke ist wieder draußen. Mhm. Das fand ich also war ermutigend. Die SPD sagt den ganzen Abend, die FDP wäre der Wahlverlierer des Abends und hat einen ganzen Kübel Häme irgendwie für den Ampelpartner in Berlin parat. Deswegen würde ich ausdrücklich auch dazu sagen, es war eine gute Regierungszeit in Nordrhein-Westfalen. Aber da muss ich mit einer Stimme Mehrheit durch schwierige Zeiten gekommen. Naja, ihr seid schon heute Abend, den ganzen Abend, es gab ja sogar Sozialdemokraten, die sich gewünscht haben, dass die FDP unter der 5%-Hürde bleibt. Insofern ist das, glaube ich, jetzt nicht per se die Einladung zur Ampel. Jetzt mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also das, was wir beschrieben haben und was ich auch in meiner Pressekonferenz beschrieben habe, ist in der Tat, und da stimme ich dir völlig zu, es gab in den letzten Tagen eine Zuspitzung auf die Frage Kutschaty oder Wüst. So, das war in den Umfragen, war es 2-3. Mehr war es nie auseinander als 2-3%. Und es hat dazu geführt, und das zeigen die Analysen ja auch, dass viele, die eigentlich FDP gewählt hätten, am Ende dann doch die Union gewählt haben, weil sie wollten, dass Herr Wüst als stärkster Kandidat durch die Ziellinie geht. Und das ist das, was wir beschrieben haben. Das hat aber überhaupt nichts mit Häme bei der FDP zu tun, sondern das ist eine Beschreibung der Wählerwanderung, was auch die Demoskopen und die ganzen Leute, die das gerade analysieren, auch alle beschreiben. Aber Häme über die Koalitionspartner in Berlin ist völlige Fehlanzeige, was die Ampel hier in Berlin angeht. Also ich will noch sagen, ich halte Häme aus. Das ist nicht das Problem. Ich habe es allerdings auch nicht als Häme empfunden heute Abend. Für die FDP ist das eine bittere Wahlniederlage. Dabei ist die Maus keinen Faden ab. Viertstärkste Kraft nur jetzt im Landtag ist uns natürlich zu wenig. Und es reicht nicht für eine Fortsetzung der Koalition, die aus unserer Sicht durchaus erfolgreich war. Und Sie haben einen Punkt gerade schon angesprochen. Vor 5 Jahren hat Christian Lindner in Nordrhein-Westfalen kandidiert, Wolfgang Kubicki in Schleswig-Holstein. Und es ist verdammt schwer, dieser Tage, das stellen wir fest, wenn man zum ersten Mal Spitzenkandidat ist. Der Joachim Stamp, den ich viele Jahre kenne, ist ein richtig toller Typ, das will ich mal sagen an der Stelle. Ein waschechter, toller Landespolitiker. Und genauso Bernd Buchholz. Und es ist, ich will das mal kurz ausführen, es ist unfassbar schwer gewesen für uns, weil eben die Personen nicht so bekannt waren. Und insofern ist das eine Erklärung. Es gibt noch eine ganze Menge andere Erklärungen. Ich will offen sagen, ich ärgere mich auch darüber, dass wir bei den älteren Wählern so schlecht
schlecht abgeschnitten haben, während wir bei den jungen Wählern, bei den unter 30-Jährigen ja sogar 12% erreicht haben. Das analysieren wir. Aber das hat Christa Lindner heute Abend, wie ich finde, treffend gesagt. Wir verlieren gemeinsam, wir gewinnen auch wieder gemeinsam. Und insofern, als Liberale hat man Nerven wie Drahtseile. An die Rentnerinnen und Rentner wurde gedacht, das will ich auch noch mal klar sagen. Es gibt verschiedene Schritte in diesen beiden Entlastungspaketen, Heizkostenzuschuss, auch die Frage, allein die Frage beim Tankrabatt, ist ja etwas, wo auch Rentnerinnen und Rentner von profitieren? Oder die Frage des 9-Euro-Tickets. Und ja, wir haben jetzt gerade die größte Rentenerhöhung zum 1. Juli seit Jahrzehnten. Das ist auch etwas, was richtig ist, was gut ist und was sich auch auszahlen wird. Aber in der Tat habe ich deutlich gemacht für uns als SPD, dass in dem Moment, wo wir sehen, das ist doch für die Rentnerinnen und Rentner schwierig, werden wir da noch mal in der Koalition drüber reden müssen an dieser Stelle. Nordrhein-Westfalen haben die Nordrhein-Westfalen-Westfälerin gewählt. Und denen sind wir jetzt auch schuldig, dass wir diesem Wahlergebnis gerecht werden. Und wie gesagt, für uns ist eine Sache am Ende entscheidend. Und das wird die Frage sein, wer ist bereit, mitzugehen bei Klimaneutralität, auch bei sozialer Gerechtigkeit, bei Zusammenhalt Nordrhein-Westfalen. Uns geht es um nicht weniger, als diese Industrieregion zur ersten klimaneutralen Industrieregion in ganz Europa zu machen. Und das ist dann auch der Respekt, finde ich, vor den Wählerinnen und Wählern, dass das am Ende zählt, was wir ihnen bieten können, was inhaltlich am Ende rauskommt. Und der Bund spielt keine Rolle? Das ist nicht das Entscheidende in dieser Situation. Nein, es geht hier um das Ergebnis in NRW und darum, ob wir es hinbekommen, in NRW tatsächlich eine Zukunftsregierung zu bilden, die Herausforderungen anpackt. Wir haben gezeigt im Bund, dass wir es durchaus können. Da wir merken ja auch, dass es einen Rückenwind von der Bundesebene gab, weil man gesehen hat, okay, wir sind in Krisen handlungsfähig und vergessen trotzdem dabei die großen Herausforderungen nicht, verlieren wir nicht aus dem Blick. Und natürlich merken wir jetzt diesen Rückenwind und werden das den nächsten Tag mitnehmen. Es gab die Sitzung des Verteidigungsausschusses, am Freitag war das, glaube ich. Und plötzlich gab es die Meldung, die FDP-Vertreter seien alle im Protest rausgegangen. Dann gibt Herr Faber ein Interview und sagt, genau, wir haben auf viele Fragen vom Bundeskanzler keine Antwort bekommen, der dort zu Gast war, für alle die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Dann muss Herr Faber diese Äußerung zurückziehen. Und am Schluss sagt man, er wird jetzt in der nächsten Fraktionssitzung, und ich glaube, da haben Sie einen Anteil dran, korrigieren Sie mich, wird er von seinem Amt zurücktreten. Mögen Sie also doch nicht eigenständige Kritik einzelner Abgeordneter an der Ampel? Das Gegenteil ist der Fall. Und Frau Strack-Zimmermann ist vorhin genannt worden, die ja auch deutliche Statements abgegeben hat. Hart in der Sache. Wir sind unterschiedlicher Auffassung. Ich wiederhole mich an der Stelle manchmal. Aber wir kommen dann zusammen und sie hat diese Sitzung ausdrücklich gelobt. Der Kollege hat sich dort unangemessen verhalten. Das hat er eingesehen. Und ich finde, da muss man auch Konsequenzen ziehen. Ich finde, das gehört in der Politik auch dazu, wenn man unangemessen auftritt. Wenn man und einmal sagt, ich habe keine Antwort auf meine Frage. Mit Verlaub, das war ja eine größere Geschichte mit Auszug. Ich will das hier gar nicht im Detail wiederholen. Das haben wir auch intern geklärt. Das gehört auch dazu. Aber gerade beim Thema Waffenlieferung, wo ja uns unterstellt worden ist, da wäre ein Zaudern und ein Zögern, das haben wir ausdrücklich aufgelöst. Übrigens auch mit dieser Sitzung, in der Bundeskanzler zu Gast war. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe im Verteidigungsausschuss, wird der Bundeskanzler auch noch mal wiederkommen. Also das zeigt, das funktioniert zusammen. Am Abend nach der Bundestagswahl haben Sie genau andersrum argumentiert, angesprochen darauf, dass Armin Laschet zu dem Zeitpunkt ja noch darauf hoffte, eine Jamaika-Koalition bilden zu können und darüber dann Kanzler zu werden. Damals haben Sie gesagt, ich kann nicht verstehen, wie man aus diesem Ergebnis, dem historisch schlechtesten Ergebnis der Union, ableitet, dass man Kanzler dieses Landes werden will. Wie passt Ihre damalige Haltung zu der von heute Abend? Also ich verfolge ja schon den ganzen Abend auch genüsslich, dass auch Jens Spahn und andere aus der Union sich diese Zitate rausgesucht haben. Ja, es immer gibt doof, einen Unterschied, ne? Und das will ich hier schon deutlich benennen. Der erste Unterschied ist, dass wir erstmal anerkennen, dass Herr Wüst gewonnen hat. Also es hat ja nach der Bundestagswahl ein paar Tage gedauert, bis Herr Laschet das überhaupt geschafft hat. Da mussten andere, Herr Söder und andere, ihn ja treiben, dass er Olaf Scholz auch gratuliert hat. Und das Zweite ist, ich habe gerade deutlich gesagt, Herr Wüst ist der Sieger, er führt die stärkste Partei an. Und deswegen gehe ich davon aus, er führt die Gespräche. Und er muss jetzt Gespräche führen und dann werden wir sehen, ob er eine Regierung bilden kann oder ob es am Ende andere Regierungskonstellationen noch gibt in Nordrhein-Westfalen. Aber die Wählerinnen und Wähler haben entschieden. Jetzt warten wir das endgültige Wahlergebnis ab und dann entscheiden die Inhalte.